Rätselhalber wird gewartet. Und dann kriegt er die Mail eben später. Glücklich, Miss Peverell? Sicher. Vielleicht bin ich das schlauste Mädchen der Welt. Das wusste ich schon immer, Regan. Heute haben Sie die Auswahl zwischen verschiedenen Luxusunterkünften. Und zwar Zelle 2, 4, 5 oder 7. Die anderen sind schon belegt. Ja, also dann gehe ich heute in die 5. Ist eine Glückszahl für mich. Hey, eine neue Brille. Oh. Sie haben meinen Rat angenommen. Sie sehen viel jünger aus, habe ich doch gesagt. Ja, schlafe und die Welt schläft mit dir. Schnarche und du schnarchst allein. Ladies and Gentlemen, liebe Freunde. Ich darf diesen Augenblick nutzen und gedenke meines geliebten Bruders Johnny, den wir vor 2 Jahren durch einen tragischen Unfall verloren haben. Ohne Johnnys Leitung wäre der jetzige Erfolg von Griffin Cars nicht denkbar. Hört, hört. Bitte würden Sie sich erheben und lassen Sie uns anstoßen. Feiern wir gemeinsam das 100. Jubiläum von Griffin Cars mit der Aussicht auf den bevorstehenden Neuanfang. Auf den Neuanfang. Auf den Neuanfang. Und Johnnys unbezähmbarer Geist lebt ständig weiter in seinem Sohn. Daniel Griffin, meine Herrschaften. Auf die Tradition. Auf die Familie. Auf die Tradition. Und die Familie. Und die Familie. Auf die Familie. Das soll eine Familie sein? Wenn uns der Junge jetzt das Geschäft vermasselt, dann sitzen wir in der Tinte. Es läuft doch bestens, Rex. Du machst das fabelhaft. Das Problem bei den Japanern ist, sie sagen ja, ja, ja und meinen nein, nein, nein. Hoffentlich störe ich nicht, Mama. Ich dachte, du wärst heute Abend bei deiner Amerikanerin. Aber ich wollte den Mann sehen, der die Firma meines Vaters kauft, Onkel Rex. Ach, bring ihn zur Vernunft, ja? Ja, du wirst mit den Japanern zusammenarbeiten müssen, wenn du Rex im Vorstand ablöst. Ich bitte dich. Dad hätte es nie dazu kommen lassen. Alles, was er aufgebaut hat, einfach zu verschleudern. Alles klar, Danny? Nicht jetzt, bitte. Schon gut, Tom. Jess? Komm, red mal mit Mr. Tanigaki. Nein. Dad, er hält sich schon zurück. Triffst du dich heute nicht mit Regan? Hat sie mit dir Schluss gemacht? Sie ist Gift für dich. Hey, hey, Jess. Was soll das?
Ich muss jetzt gehen. Mach dir keine Sorgen. Nein, ich lache nicht. Ich komme dir sicher komisch vor. Ich bin aufrichtig und treu. Aufrichtig und treu. Und drei. Vier. Schwester, nehmen Sie doch Platz. Oh, danke schön. Warten Sie auf mich? Sind Sie denn Inspektor Lewis, Polizei Oxfordshire? Ja, da bin ich, aber ich wollte kein Taxi. Da haben Sie ja Glück, ich bin nämlich keins. D.S. James Hathaway, Chief Superintendent Innocent, schickt mich. Das finde ich nett von Ihnen. Ja. Wollen wir? Mr. Lewis? Wir waren noch an Bord. Stimmt. Danke, danke sehr. Aber gern, Mr. Lewis. Orchideen? Ja, die wachsen da wild. Wie lange waren Sie im Auslandseinsatz? 2 Jahre. Ist ja auch nicht schlecht, sowas. Kann man so sehen. Dann geht's los. Nach Hause, James. Das wollte ich immer schon mal sagen. Aber vorher machen wir noch einen kleinen Umweg. Innocent will Sie um 10 Uhr sehen, wenn es Ihnen recht ist. Mann, Sir! Hier lang. Freuen Sie sich, wieder hier zu sein? Hm? Hat sich Oxford sehr verändert, seit Sie weg waren? Nein. Es hat sich schon verändert, bevor ich wegging. Hathaway? Wo?
Gut, ich komme sofort, aber... Ach, nichts. Ich muss zu einer Schießerei. Wer ist hier Vorgesetzter? Die ein Nox, Sir. Oh. Ist das hier der Tatort? Nein, aber das ist mein Vorgesetzter. Wie Sie sehen, ist das Röchen jetzt soweit. Alles Sie okay, sollten... Sir? Ja, gleich. Fahren Sie! Los! Machen Sie jetzt bitte Folgendes. Blasen Sie bitte in einem Atemzug in das Gerät, bis ich Stopp sage. Ab jetzt. Das gibt's doch nicht. Das bedeutet sofortige Suspendierung. Ich weiß. Als Jess noch Sergeant war, war er nie so dämlich. Gestern Abend gab's ein Abschiedsfest. Da war er wohl zu lange. Jetzt muss ich für ihn ans Ruder. Wir sind am Tatort. Ich sieh mir jetzt das Opfer an, Sir. Guten Tag, Sir. Hallo, Ron. Taxi kommt gleich. Wenn Sie dann vielleicht Ihr Gepäck... Ah, das hat keine Eile. Wenn ich schon mal hier bin, sehe ich mir das mal an. Sind Sie nicht müde? Und Sie? Ah, der Weltenbummler kehrt zurück. Hallo, Frau Doktor. Oh. Kann man das Hemd auch leiser stellen? Schön, Sie zu sehen. Gleichfalls. Sergeant Hathaway? Dr. Hobson? Na, wie sieht's aus? Sir, Schutzanzüge. Ja, den spare ich mir, danke. Oh, die sind heutzutage angesagt. Ist schon besser. Dann geben Sie her. Danke. Einzelner Halsdurchschuss. Von wo? Eine erste Einschätzung? Aus einer Handfeuerwaffe. Etwa von dort, wo Sie stehen. Okay, Leute, ihr könnt weitermachen. Schade, dass es im Gesundheitswesen keinen Job auf den britischen Jungferninseln gibt. Hat's geholfen? Das war ein Anfang. Wie ist der neue Chef? Jean Innocent. Zieht sich gut an. Hm? Er kommt gut mit ihr aus. Die Tote ist eine Regan Peverill, Sir. Studentische Freiwillige für die Laborversuche hier. Es wird schon vom Wachschutz geprüft, falls es was Interessantes gibt. Gestern Abend waren 5 Personen in den Zellen. Eine war Regan. Und niemand hat was gehört? Eine ausgezeichnete Schalldämmung. Da ist was. Sehen Sie? Der Nebeneingang 2 wurde um 21.23 Uhr benutzt. Wo waren Sie zu dem Zeitpunkt? Auf meinem Rundgang. Und wo ist der Nebeneingang 2? Auf der Rückseite des Gebäudes und man braucht einen Türcode. Wie viele Personen kennen den Türcode? Ach, nur der Nutzer. Jeder wählt sich eine persönliche Nummer aus, wenn man Zugang erhält. Er verließ das Haus um 21.36 Uhr. Ist zu dunkel, das kriegt man nicht klarer. Merkt ihr sich, welcher Code wann benutzt wurde? Ja schon, aber dafür braucht er mein Passwort. Kate Jekyll, Institutsleiterin. Inspektor Lewis, ma'am. Es war Regan. Regan? Also, Ihr Passwort, wenn Sie so nett wären? Ja, sicher. Zuletzt angegebener Türcode 124714. Vergeben an Daniel Griffin, auch einer unserer Freiwilligen. Er ist auch Student. Haben Sie seine Kontaktdaten? Burnett? Brauchen Sie etwas frische Luft? Bitte, ja. Werden Sie allein klarkommen? Sicher, Sir. Danke. Unser Hauptforschungsgebiet sind Schlafstörungen. Schlaflosigkeit und sowas? Ja, Narkolepsie, Ekbom, das ist RLS, Syndrom für die ruhelosen Beine. Bruxismus, das ist... Zähneknirschen. Ja. 15 Jahre mit einem Kreuzworträtsel-Fanatiker, da schnappt man eine Menge auf. Hatte Miss Peverill vielleicht einen Freund? Erzählt hat sie von keinem. Und dieser Daniel Griffin, hat der sie gekannt? Er war sicher nicht ihr Freund. Was war er dann? Anscheinend hatte sie einmal mit ihm geschlafen. Hat sie Ihnen das erzählt? Nein, er hat es erzählt. Aber Sie denken doch nicht, Danny... Ich meine, er wüsste doch, dass Sie rauskriegen, dass sein Türcode angewendet wurde. Meiner Erfahrung nach können Leute oft nicht klar denken. Entschuldigen Sie. Das ist eine häufig verbreitete Reaktion, wenn man ein Schlaflabor besucht. Der Gedanke an Schlaf reicht aus. Mhm. Ihr Taxi, Sir. Ich wollte doch keins. Innocent hat angerufen, Sie sollen um 10 da sein. Vielen Dank, Frau Professor. Sind Sie noch da, falls ich noch was wissen müsste? Ja, sicher. Ich dachte, Sie gehen die Sache erst mal ruhig an. Das habe ich noch nicht entschieden, danke. Ich schicke Innocent eine Mail, dass Sie unterwegs sind.
Die Verbindungen im Commonwealth werden durch so einen Austausch nur gestärkt. Wir wünschen Inspektor Lewis für die Zukunft alles Gute. Sehr lobenswert. Danke, Ma'am. Also, ein leitender Ausbildungsposten wird demnächst auf der Bezirksebene frei. Oh, eigentlich lerne ich selbst noch ständig dazu. Naja, lernen tun wir jeden Tag etwas, Robert. Aber wenn einer in Ihrem... Sorry. Ja? Ja, sagen Sie ihm, ich rufe in 4 Minuten an. Danke. Wenn einer in meinem Alter ist, Ma'am... Ihren Erfahrungsstand hat. Erfahrungen, von denen die nächste Generation profitieren kann, wenn sie sie weitergeben. Und danke für Ihr Vertrauen, aber das kann ich auch im aktiven Dienst. Der Mordfall letzte Nacht zum Beispiel wäre... Den werde ich dir Granger anvertrauen. Ich habe gerade mit Granger auf dem Parkplatz geredet. Er sagt, er müsse die nächsten 3 Tage vor Gericht aussagen. So könnte es sein, aber er kann bei Bedarf mit Hathaway in Kontakt bleiben. Sie wollen doch keinem Sergeant einen Mordfall anvertrauen, während ich Däumchen drehe. Lassen Sie mich wenigstens was Vernünftiges tun. Gut, Sie können den Mordfall übernehmen. Danke, Ma'am. Aber nur, bis der Kollege Granger wieder zur Verfügung steht, Inspektor. x3 gleich minus 2 minus 1 durch x2 minus x5 Quadrat. Was ist Modulo 7? Was ist Modulo 7? Wie war Ihr Gespräch? Ich bin gleich befördert worden. Zum Lückenbüßer. Daniel Griffin? Ja? D.R. Lewis, D.S. Hathaway. Dürfen wir Sie mal sprechen? Ich arbeite gerade. Ja, und wir auch. Oh, Mathe, nicht? Sieht kompliziert aus. Ja, ist es auch. Das ist kein guter Zeitpunkt. Ich muss diese Arbeit einreichen und der Server streikt. Ich komme nicht an meine E-Mails. Solche Unterbrechungen sind gerade gar nicht... Worum geht's denn? Wir würden nur gern erfahren, wo Sie gestern Abend waren. Weiter nichts. Wieso? Wir würden es nur gern hören. Tja, ich war bei so einer Familienfeier und dann hatte ich eine Nachtsitzung bei Onkel Ivor. Onkel Ivor? Ja, sorry, mein Tutor. Wir nennen ihn so. Ivor Denniston. Und wo war das? Bei ihm zu Hause. In Summertown. Sind Sie mit den Griffins verwandt, die Autos? Ja, er war mein Vater. Und wann kamen Sie bei Ihrem Tutor an? Um 8:30. Ich trage keine Uhr. Und wie lange waren Sie da? 1,5 Stunden. Sie rudern? Der Cardinals Club, nicht? Ja, und? Früher habe ich auch ein bisschen gerudert. Sie waren Freiwilliger bei einem Schlafforschungsprojekt in Pretorius Lang bei Frau Professor Jekyll. Und? Haben Sie gestern Abend den Kapuzenpulli getragen? Ja. Und Sie haben einen eigenen Türcode, um in das Haus hineinzukommen? 124714, ja. Haben Sie den Code mal jemandem mitgeteilt? Oder ihn notiert? Zahlen kann ich mir ziemlich gut merken. Die schreibe ich mir nicht auf. Also kennt keiner die Zahlen? Nein, auf keinen Fall. Aber was wollen Sie denn? Haben Sie eine Waffe, Mr. Griffin? Wieso? Ist es so? Ja, ein 38er Revolver. Und nein, ich habe keinen Schein. Der ist von meinem Vater. Wo ist die Waffe jetzt? Da, unter dem... Bleiben Sie bitte stehen. Hier drin? Ja. Hier ist kein Revolver. Eine Schachtel Munition, aber sonst... Klar ist der da. Gestern war er da auch noch. Sehen Sie selbst nach. Ich glaube, Sie kennen eine Regan Peverell. Regan? Ja. Wann haben Sie sie zuletzt gesehen? Vor 2 Tagen. Geht's ihr gut? Nein, keineswegs. Sie wurde gestern Nacht erschossen. Im Schlaflabor. Oh mein Gott, ich dachte... Der Mörder hat Ihren Türcode benutzt, um in das Haus zu kommen. Würden Sie uns bitte aufs Dezernat begleiten? Ich will nicht mit aufs Dezernat. Wenn Sie es nicht freiwillig tun, muss ich Sie wegen Mordverdachts festnehmen. Daniel! Danny! Sie haben Riechsalz in der Tasche? Alles in Ordnung. Alles okay. Er ist der Sohn von Johnny Griffin, dem Rennfahrer. Ja, Ma'am.
Ich werde ihn hier behalten und wir überprüfen sein Alibi. Aber er hat uns problemlos eine Probe gegeben. Außerdem hat er gleich gesagt, dass wir Schmauchspuren von seinem Revolver finden würden. Er fährt oft nach Bensee raus und ballert da auf Flaschen und Dosen. So lässt der Dampf ab. Gestern war er auch da. Und wie wurde seiner Meinung nach die nicht registrierte Waffe bei ihm entwendet? Er legt den Schlüssel oben auf den Rahmen der Tür. Er hat also eine Übereinkunft mit Hal Bose, seinem Nachbarn auf demselben Flur. Die leihen sich CDs, Bücher und all sowas. Theoretisch hätte ihn jeder klauen können. Naja, unnötige Spekulation sollten wir unterlassen, solange wir einen Hauptverdächtigen haben. Ich denke, man hat damals etwas versäumt bei dem Unfall des Vaters. Ich kam kurz danach nach Oxford. Also, ein sportlicher Held, stark überhöhte Geschwindigkeit, kein Gurt. Eigentlich ist es eher ein tragisches Beispiel für extremes Fehlverhalten und nicht nur eine Tragödie. Ja, mag sein, ja. War's das, Ma'am? Ja, aber protokollieren Sie alles umfassend, damit die Granger dann informiert ist. Gut. Ich setze Sergeant Hathaway darauf an, der ist fit mit Computern. Oh, vielleicht lassen Sie sich von ihm ein paar Tipps geben. Und denken Sie bitte daran, was Euler daraufhin an Goldbach schrieb. Was schrieb Euler an Goldbach, Mr. Bose? Dass es ihm schnurzegal sei, ob man es beweisen kann, aber jede gerade Zahl sei die Summe zweier Primzahlen. Das genaue Zitat? Steht in der Fußnote 74 auf Seite 102 Ihres Bestsellers, der in allen guten Buchläden ausliegt. In allen guten Buchläden und bald auch auf DVD mit Tom Cruise als Christian Goldbach. Onkel Ivers Bonmot der Woche. Auf einer Gedenkplakette an einem Haus in München. Heisenberg mag hier gewohnt haben. Spielverderber, los raus jetzt. Professor Denniston, Inspektor Lewis, Polizei Oxford. Ah ja, geht's um Regan Peveril? Sie wurde erschossen, nicht? Ich fürchte ja. Tja, ich kannte sie nur im ersten Jahr. Sie war im Mathematik-Pro-Seminar und ist dann zur Informatik gewechselt. Eigentlich möchte ich gern mit Ihnen über einen Ihrer jetzigen Studenten reden, Daniel Griffin. Er sagt, er hat gestern Abend mit Ihnen gearbeitet. Ach, Danny. Ja, stimmt. Von 9:30 bis 10, richtig. Mhm. Etwas spät für ein Tutorium, ne? Nein, kein Tutorium. Wir haben nur ein paar Fragen diskutiert beim Bier. Ich meine, wenn einer so engagiert im Studium ist, tut man schon was für ihn. Was halten Sie von ihm? Oh, er ist ein netter Kerl. Begabt? Ja, schon. Labil? Ach, wer ist das in seinem Alter nicht? Seine ganze Familiensituation ist schon merkwürdig. Sie wissen ja, dass sein Vater umgekommen ist. Eine furchtbare Tragödie. Soweit ich das mitbekommen habe, sind sein Onkel und seine Mutter... Na, es geht mich nichts an. Wie steht's mit Freunden? Sein bester Freund ist Harry Chandra Bose, er saß da. Harry, ist das der Hal auf seinem Flur? Ja. Wie gut kannte Danny Regan? Ach, die waren ab und zu im Kino, aber was ich mitgekriegt habe, hat sie sich viel umgesehen. Sie war, früher nannte man das wohl ziemlich kokett. Ja? Nein, kommen Sie rein. Entschuldigung, Sie können mich über das College erreichen. Danke, Sie haben mir sehr geholfen. Ach, dieser Heisenberg-Scherz. Die unscharfe Relation, nicht? Ich bin mir nicht sicher. Oh, sehr lustig. Tja, sein Alibi stimmt anscheinend. Der Zentralcomputer hat eine Jugendvorstrafe von Daniel Griffin ausgespuckt. Ach ja? Nichts Ernstes, nur eine Verwarnung wegen Sachbeschädigung. Da war er 15. Ermittelt hat den Fall ein DCI Morse. Sie waren sein Partner, nicht? Morse? Jugendliche Sachbeschädigung? Sind Sie da sicher? Ja, ganz sicher. Wieso? Ah, unwichtig. Ja, wir durchsuchen gerade Ihr Zimmer. Ja, Ma'am. Danke sehr. Die Botschaft wurde informiert. In Connecticut verständigt die Polizei die Eltern. Ivor Denniston. Ist der nicht Dannys Alibi? Ah, sein berühmtes Buch über Goldbach. Er hat die Fields-Medaille für sein Werk bekommen. Sowas wie der Nobelpreis für Mathematik heißt es hier. Der Löwe betet, dass der Adler den Schnabel hält. Abgeschickt letzte Woche in Oxford. Der amerikanische Adler vielleicht? Und der britische Löwe? Adler und Löwe, ja. Ist das nicht ein Greif, soweit ich mich erinnere? Halb Adler, halb Löwe. Danny Griffin? Vergleichen Sie es mit seiner Schrift. Hm.
Wissen Sie, ob Morse vor 5 Jahren an einem Jugendstrafrechtsfall dran war? Nur wenn es Leichen dabei gab. Wieso? Hängt mit dem Fall zusammen. Das ist doch ungewöhnlich. Ich war gerade beim Inspektorenkurs. Ich habe die Kugel ins Labor geschickt. Aber als Anhaltspunkt würde ich sagen, eine 38er. Und der Zeitrahmen? Frühestens um 8, spätestens um 10. Mehr kann ich nicht bieten. Sie sind aber eher genervt als müde, nicht? Ja, es ist nur, was strample ich mich hier ab? Innocent will mich aufs Altenteil schicken. Ich kann auch morgen alles hinschmeißen. Und dann wüssten Sie nichts mit sich anzufangen? Ja. Hat man in London was festgestellt? Wegen Wells Tod? Ja. Fahrerflucht. Keine Zeugen. Keine Chance nach so langer Zeit. Es sei denn, der Mistkerl kriegt ein schlechtes Gewissen. Wir haben doch klasse Geschäfte in Oxford. Wieso musste sie bloß nach London? Ich komme. Ach, es ist alles so anders jetzt. Ich konnte Dennis Schrift schon vergleichen. Er hat die Karte nicht an Regan geschickt. Er hat ohnehin eine weiße Weste. Ivor Denniston sagt, er war bei ihm von 9:30 bis 10. Und der Todeszeitpunkt war wann? Zwischen 8 und 10. Aber ich gehe davon aus, dass der Täter der war, der bei Pretorius Lang rein und rausging um 9:30 Uhr. Also war es nicht Danny. Halten Sie das für absolut sicher? Ja, offensichtlich versucht jemand so auszusehen wie er. Gut. Nein, nein. Sie sehen das offensichtlich anders. Raus damit. Wir wissen doch nicht, wo Danny zwischen 8 und 8:30 Uhr war. Er sagt, er war bei der Familie. Das sollten wir lieber überprüfen. Was ist das? Oh, die Akte über Dannys Sachbeschädigung. Ach ja? Es schien Ihnen wichtig zu sein, darum habe ich Sie angefordert. Ja, danke. Er hat die Bremsen manipuliert an einem Wagen seines Onkels, Rex Griffin. Das ist die offizielle Untersuchung zum Tod von Johnny Griffin. Morse. Da ist noch der Rand von seinem Glas zu sehen. Polo, doch nicht König. Das ist wohl teilweise ein Anagramm, wenn wir die Anzahl der Buchstaben... Oh nein, Sie nicht auch noch. Was? Ich verstehe es nicht. Da ist bestimmt mehr dran, als der Schaden am Auto durch den Jungen, wenn Morse das interessiert hat. Gut, auf zur Familie. Na, Danny ist nicht der einzige Griffin, oder? Los! Ich rufe unseren Anwalt an. Er sagt, er will keinen, Mrs. Griffin. Unsinn. Er hat das Recht, das zu verweigern. Es würde ihm mehr helfen, wenn wir ihn von den Ermittlungen ausschließen könnten. Wir wissen, dass er mit seinem Tutor später am Abend zusammen war. Und hier war er ab 8, so ungefähr. Es war ein geschäftlicher Anlass. Und er ist um 15:15 wieder gegangen. Und die tote Frau, Regan Peverell? Er brachte sie einmal mit her, vor 2 Wochen, zu einer Party, Jessicas 16. Sie ist ihre Tochter? Nein, sie ist Tom Pollocks Tochter. Er ist der Finanzdirektor von Griffin Cars. Sie wohnen auch hier, in der früheren Personalwohnung. Waren Regan und Danny denn liiert? Nein, nicht ernsthaft. Ich hoffe es wenigstens. Sie konnten sie nicht gut leiden? Sie war arrogant. Danny würde keiner Fliege was tun, Inspektor. Es gab mal eine Sache. Danny und ein Wagen von Mr. Rex Griffin. Er ist mein Schwager, ja. Es stellte sich heraus, dass mein früherer Chef sich damit beschäftigt hat. Ihr früherer Chef? Ja, er zeigte viel Verständnis. Morse. Wie war sein Vorname? Den hat er, glaube ich, nie genannt. Nein, bestimmt nicht. Wie geht's ihm? Er ist tot. Leider. Oh. Mit ihm konnte man wirklich gut reden. Jessica, du hast Danny gesehen, bevor er gestern wegfuhr. Du hast mit ihm geredet. Ist etwas? Es geht ihm gut, Miss Pollock. Wir sind Polizeibeamte. Können Sie uns sagen, wann Danny hier gestern wegfuhr?
Ungefähr 7:45. Würden Sie uns sagen, worüber Sie gesprochen haben? Ich spiele morgen für ein Musikstipendium vor. Er hat mir Glück gewünscht. Ist das Ihr Vater da draußen? Ja, er und Rex haben Gäste geschäftlich. Falls Sie ihn sprechen müssen, Inspektor, könnten Sie noch einmal kommen? Ich befürchte, wir müssen die Geschäfte wohl unterbrechen, Mrs. Griffin. Los! Ja! Gut! Unsere Vereinbarung benötigt die Unterstützung Ihrer ganzen Familie. Oh, hundertprozentig, Mr. Tanigaki. Daniel macht uns keine Probleme. Versprochen. Los! Los! Er hat den Wagen direkt ans Zelt gefahren. Wieso? Er war wütend. Hier lang, Sergeant. Wieso war er wütend, Mr. Pollock? Wir erhoffen uns von den Japanern eine größere Kapitalspritze. Ehrlich gesagt hängt unser Überleben davon ab. Aber Danny denkt, sein Onkel sei nur scharf auf schnellen Profit. Solche Ideen hat er manchmal. Er ist ein guter Junge, nur ungestüm. Ein sehr schönes Anwesen hier. Ein ungewöhnliches Arrangement. Nicht viele leben bei Ihrem Arbeitgeber. Ich gehöre fast zur Familie. Mein Vater hat für Johns und Rex Vater als Buchhalter gearbeitet. Und als ich waise wurde, bot er mir ein Zuhause. Hat er Sie adoptiert? Nicht offiziell, aber großgezogen. Von meinem Vater habe ich die Begabung für Zahlen. Er gab mir eine Chance in der Firma und ich bin die rechte Hand von Rex geworden. Ihrer, Mr. Pollock? Ja, ein kleiner Luxus aus guten Zeiten, bevor wir den Kotau vor Tokio machen mussten. Können Sie mir sagen, wo Sie gestern noch waren? So gegen 9:30? 9:30? Da hat er mich gesucht. Ich bin spazieren gegangen. Ich war nervös wegen des Vorspielens morgen. Und Dad musste herumfahren und mich suchen. Ja, richtig. Ja, das war um die Zeit. So ein Unsinn, du schaffst das ganz leicht. Es ist das Endeavor-Stipendium, Inspektor. Ich gehe besser rein und übe. Lebt Ihre Frau auch hier? Nein, wir leben getrennt. Sehen Sie sich das an, Mr. Pollock. Kennen Sie vielleicht diese Handschrift? Es ist nicht Dennis, falls Sie das meinen. Danny wurde verwarnt, weil er vor 5 Jahren ihre Bremsen beschädigt hat, Mr. Griffin. Wie kam das? Er wollte mich umbringen. Ja? Ach, das war nicht so schlimm, wie es klingt. Er meinte es nicht ernst. Danny glaubt felsenfest, ich hätte die Bremsen manipuliert an Johnnys Wagen, als er verunglückt ist. Er sagt, ich hätte das getan, damit Rudy und ich... Er dachte, wir hätten eine Affäre. Das glaubt er immer noch. Was nicht so ist und auch nie so war. Aber sie leben zusammen. Es ist ein großes Haus, Inspektor. Rudy hat den einen Flügel, ich den anderen. Und Sie sind auch verheiratet, Sir? Ich habe nie eine Frau gefunden, die mich interessant genug fand. Ach, Rex. Ist doch so. Johnny war es, der das gewisse Etwas hatte. Wir waren nämlich Zwillinge und er kam zufällig vor mir auf die Welt. Und als mein Großvater die Firmensatzung festlegte, formulierte er es so, dass die Kontrolle und Leitung immer an den Erstgeborenen vererbt wird. Also war Johnny der Erbe. Um 20 Minuten. Und ich war dadurch für immer der Ersatzmann. Also fiel die Firma an Danny beim Tod seines Vaters. Die Mehrheitsbeteiligung geht nächstes Jahr auf ihn über, wenn er 21 wird. Und Sie? Ich nehme an, man wird auf mich verzichten. Ich bin hier nur der Stellvertreter. Sowas ist nie leicht. Mrs. Griffin, würden Sie mich entschuldigen? Ja, natürlich, Mrs. Griffin. Regan Peveril wurde im Pretorius Lang-Institut getötet. Waren Sie mal da? Nein. Wo waren Sie denn gestern Abend gegen 9:30? Ich habe unsere japanischen Freunde zurück ins Randolph gefahren. Ich habe sie dort um 8:45 abgesetzt. Und dann kamen Sie gleich wieder hierher? Ja. Kann das jemand bestätigen? Nein. Haben Sie diese Karte schon mal gesehen? Nun, Sir? Die stammt von mir. Was bedeutet der Text? Ich meine, es war gar nichts. Nur ein One-Night-Stand. Und es ging von ihr aus. Wer wusste davon? Niemand. Auch nicht Danny. Nur, falls sie es ihm gesagt hat. Das hat also der Text zu bedeuten, der Adler, der den Schnabel hält. Danny ist ziemlich labil, Inspektor. Es könnte ihm den Rest geben, wenn er wüsste, dass ich mit Regan geschlafen habe. Und das immer noch, wenn er es erfährt. Tom und ich können den Deal nur durchziehen, wenn die Japaner sicher sind, dass mit ihm alles glatt läuft, wenn er nächstes Jahr den Vorstand übernimmt. So einfach ist das. Wenn er die Japaner beim Randolph abgesetzt hat, dann war er nur 2 Minuten vom Pretorius Lang entfernt zur Zeit des Mordes.
Und was ist mit Mrs. Griffin? Falls sie erfahren hat, dass Rex sie mit Regan betrügt... Dann denken Sie, Danny hat recht? Rex und Trudy, die fummeln miteinander? Das würden sie uns wohl kaum erzählen. Ich kann gehen? Ja. Wissen Sie, Danny, alle Einzelheiten des Unfalls Ihres Vaters wurden damals haarklein ermittelt. An seinem Tod gab es nichts Verdächtiges. Und die Bremsen waren völlig in Ordnung. Das ist ja eben verdächtig. Diese Kurve hat er schon 100 Mal genommen. Auch schnell mit mir, als ich noch klein war. Er war einer der besten Fahrer der Welt. Er hätte sich nie so verschätzt. Rex hat ihn umgebracht. Wieso glaubt mir das denn? Danny, manchmal stirbt jemand. Einfach. Und das jeden Tag. Und ohne guten Grund. Es ist niemals fair. Nein. Kann ich gehen? Jess? Ich muss dir was erzählen. Sei dann aber nicht sauer auf mich. Wusstest du, dass Rex Regan gebumst hat? War nicht so. Im Westflügel ist ein Mietz. Hast du's gewusst? Mit wem Rex schläft, ist seine Sache. Mom, er hat dich gedemütigt. Er nimmt sich alles, das Geld, Dad, und du lässt es einfach zu. Stehen wir die nächste Woche durch und dann erkläre ich dir alles. Er hat Regan getötet. Und jetzt hängt er es mir an, weil ich auch weiß, dass er Dad getötet hat. Deshalb hat er den Revolver... Großer Gott, dein, jetzt hör auf! Was ist los? Nicht weitergehen. Nein. Bei ihm wurde ein Revolver gestohlen, Mr. Bose. Und da Sie auch dort wohnen, möchten wir Sie fragen, ob Sie etwas beobachtet haben. Ich habe ihm gesagt, wie blöd es ist, ihn aufzubewahren. Den überhaupt zu besitzen. Und er legt den Schlüssel auf den Türrahmen? Wir tun das alle. Wenn eine Tür zu ist, heißt es, man hat Sex. Wann war denn das? Gestern. Da war ich zu Besuch bei meinen Eltern. Ich komme gerade zurück. Und Sie wissen, dass er in das Schlaflabor geht und teilnimmt an den Untersuchungen? Ja, merkwürdig. Wieso? Was hat er für ein Problem mit dem Schlafen? Er will es gar nicht. Er hält 3, 4 Tage durch ohne Schlaf. Er sagt, das erweitert das Bewusstsein. Und er denkt, es wäre günstig für seine Arbeit mit seinen Zahlen. Was halten Sie davon? Ich finde, er spinnt. Hi. Hallo, Dan. Ist er noch oben? Ja, glaub schon. Entschuldigung, ich hab's nicht rechtzeitig geschafft. Kein Problem unter diesem Druck. Sie sind nicht in der Verfassung für Zahlenspiele. Ich bin für gar nichts in der Verfassung. Hey, hey, erzählen Sie es, Onkel Ivor. Danny? Ich krieg das nicht auf die Reihe. Polo doch nicht König gehört nicht zu diesem Kreuzworträtsel. War er der Typ, der sich Hinweise ausdachte, nur zum Spaß? Oh ja. Lust auf ein Bier, Sir? Noch nicht. Und was haben Sie gemacht, bevor Sie zur Polizei gingen? Studiert. An der Universität? Mhm. Cambridge, Theologie. Theologie? Ich wollte mal Priester werden. Das ist ein Scherz. Nein. Ich war sogar ein Jahr im Seminar. Dann wissen Sie ja alles über den Sinn des Lebens. Gottes Wege und seine Wunder sind unerforschlich und der ganze faule Zauber. Ich kann nichts dafür, dass Sie Ihre Frau verloren haben, Sir. Ja? Ja, Ma'am. Nein, Ma'am. Ich komme gleich rein. Die D.I. Granger will von mir informiert werden. Ja, klar.
Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich wollte zu Daniel Griffin. Polizei? Nein. Familie. Ich verstehe. Ist er hier? Nein. Sind Sie sein Onkel? Nein. Decken Sie sich auch mit Pieks und Ping ein, so wie ich? Was? Deckel anpieksen, 3 Minuten, Ping, fertig, essen. Ist Ihre Frau verreist? Ich bin Witwer. Seit 3 Jahren. Verzeihung, ich habe Ihren Ring gesehen. Ach, das ist... Gewohnheit. Nein, schon etwas mehr als das. Oh Gott, ich hab's nicht so gemeint. Nein, schon gut. Entschuldigung. Haben Sie Kinder? Ja. Eins von jeder Sorte. Wie alt? Die sind schon ausgeflogen. Mein Sohn ging nach Australien nach Wells Tod. Selbstfindung. Und Ihre Tochter? Ist Krankenschwester in Manchester. Ihr Freund ist Physiotherapeut. Sie ist mit ihm gegangen. Und warum essen Sie Peaks und Ping? Ich bin Single. Oh, das brauche ich. Ja, so eins. Ich habe kein sauberes. Das ist besser als das, was Sie kaufen wollten. Glauben Sie es mir. Wenn Sie das sagen. Und gibt's was Neues über Regan, falls Sie das sagen dürfen? Naja, ich kann Ihnen sagen, dass wir Danny vorerst freigelassen haben. Gut. Was hatte Regan eigentlich? Ihre Schlafstörung? Sie litt an einer Schlafapnoe. Dabei setzt die Atmung aus. Ja. Aber bei Danny war es bewusster Schlafentzug. Stimmt doch. Sein Freund hat es uns erzählt, der Professor. Streng genommen sprengte sein Wunsch meinen Untersuchungsauftrag. Aber er bat mich, seine Zwangsvorstellungen etwas zu strukturieren. Er kann sehr charmant sein, wenn er will. Ich heiße Kate. Kennen Sie auch etwas gegen Schlaflosigkeit, Kate? Jetzt bin ich schon wach seit... fast um 28 Stunden. Mein Körper weiß nicht, ob ich beim Frühstück sitze oder beim Tee. Nehmen Sie mal eine davon. Die sind stark. Robert oder Robbie. Koffeinfreier wäre sinnvoller. Hallo, Dad. Tut mir echt leid. Eigentlich wollte ich versuchen, dich vom Flughafen abzuholen, aber ich konnte meine Schicht nicht tauschen. Und außerdem ist Tims Wagen im Eimer. Jetzt ist er wirklich hinüber. Ich rufe dich an. Ich hab dich lieb. Mach's gut. Ich hab dich lieb. Oh,
Morgen. Tut mir sehr leid, aber Rex und Tom sind nicht da. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Gehen wir doch nach drinnen, bitte, Mrs. Griffin. Wieso? Mein Kleiner. Nein, nicht mein Junge. Mein wunderbarer, wunderbarer Junge. Gibt's jemanden, den Sie gern bei sich hätten? Nein, ich möchte nur allein sein, bitte. Falls Sie doch etwas wünschen, ich lasse Ihnen die Nummer unserer Familienhilfe da. Danke sehr. Es tut mir sehr leid. Ja. Wir finden selbst hinaus. Was ist passiert? Ich fürchte, wir haben eine sehr schlechte Nachricht. Ich danke Ihnen, Inspektor. Danny ist tot, Jess. Nein. Nein, nein. Hat ihn am Fluss gefunden. Ich habe ihn geliebt. Ich weiß, das tust du nicht. Du dachtest immer, ich sei nicht gut genug für ihn. Das ist nicht wahr. Oh doch. Jessica, du musst jetzt etwas wissen. Daddy ist tot. Verdammt, warum haben Sie ihn gehen lassen? Erst hat er die Frau getötet und dann sich selbst. Moment mal. Danny hatte ein Alibi. Seine Familie hat ihn gedeckt, das ist doch klar. Es war aber nicht nur seine Familie, Ma'am. Inspektor Lewis hat ermittelt, dass Danny noch lange Zeit bei seinem Tutor war, als sie bereits ermordet war. Der einzige Tatverdächtige, der zum Todeszeitpunkt der Frau nah am Tatort war, ist Rex Griffin. Wieso ist er denn verdächtig? Naja, sie hatten wohl einen One-Night-Stand und er wollte nicht, dass sie das ausplaudert. Es hängt zusammen mit dem Abschluss des Geschäfts, bevor Danny 21 wird und die Firma übernimmt. Aber da ist irgendwas total faul. Geben Sie mir genug Leute. Ich muss die Geschäfte von Griffin Cars mit der Tanigaki Corporation durchleuchten. Nein, das Geld werde ich nicht investieren, ehe nicht die Waffe untersucht ist. Und wenn es auch die Mordwaffe im Fall Regan Peverell ist, dann halte ich den Fall für abgeschlossen. Ja? Ja, Jean Innocent. Ja. Haben Sie sich heute Morgen rasiert? Sie hat's nicht. Kommen Sie. Sie sind der Experte. Wo ist denn bei diesem Boot eigentlich hinten und wo ist vorn? Und aus welcher Richtung ist er gekommen? Das da ist das Heck und, ja, Sie haben recht, da ist was faul. Wirklich? Ja, der muss echt fertig gewesen sein. Das Steuerbordskull ist in der Backborddolle und umgekehrt. Sehr interessant. Und im Klartext? Die Ruder sind falsch eingesetzt. Sportlich eher unbegabt. Und eine miese Technik. Sein Durchzug war eher zu schnell. Deshalb nahm er auch Macon. Das ist eine Plattform beim Skull, Sir, das Ruder. Macon belasten den Rücken weniger, wenn einer keine gute Technik hat. Die meisten nehmen heute Big Blades. Dann habe ich sie doch erkannt. Hathaway, nicht? Die Cambridge Nummer 7, 98. Attaway Hathaway. Die haben uns fertig gemacht, Inspektor. Wir hielten an Macon fest, während Cambridge auf Big Blades setzte. Schlecht gelaufen. Um welche Zeit schließen Sie hier? Je nach Lichtverhältnissen. Danny hatte jedoch seine eigenen Schlüssel, also... Entschuldigen Sie mich einen Moment. Hey! Die Dinger sind teuer, ja? Sie haben ein bisschen gerudert? Ja. Sie können ran. Das Schloss habe ich eingetütet. Die Kombination steht auf 496, nur für die Zukunft. Danke, Ken. Hier drin ist kein Abschiedsbrief. Nochmal eine Frage. Welche Skulls waren auf Dannys Boot? Big Blades. Und er bevorzugte Macon. Die falschen Ruder und noch falsch rum. Dann hat er nicht gerudert, oder? Sogar seine Schnörkel haben noch Schnörkel. Ein Brief ist hier nicht zu sehen. Ich wette, er wurde woanders umgebracht. Und dann von jemandem ins Boot gesetzt, der das Steuerbord Big Blade nicht unterscheiden konnte vom Backbord. Wie hieß das? Macon. Hören Sie, gestern Abend,
War ich vielleicht etwas schnippisch gegen Gott? Das hat er überhört. Ist das wahr? Was soll das raus hier? Entschuldigung, Sir. Schon gut, Constable. Er kann rein. Er wollte sich mit mir in der Unibar treffen. Ich habe ihm eine SMS geschickt. Aber nichts. Ich habe gewartet bis etwa 11, aber er kam nicht. Hat er mal von seiner Familie gesprochen? Vom Vater und dem Unfall. Er dachte wohl, sein Onkel hätte was damit zu tun. Und wie kam er auf den Gedanken? Er sagte, sein Vater sei ihm erschienen und hätte es ihm gesagt. Was? Im Ernst? Ja, ich weiß, aber das hat er gesagt. So eine Erleuchtung, die er hatte, wenn er high war vom Schlafentzug. Wie war Ihrer Ansicht nach sein Verhältnis zu Regan? Er war eifersüchtig. Er war ziemlich durchschnittlich, ehrlich gesagt, und sie war einfach brillant. Sie hatte reine Mathematik nur im ersten Jahr studiert und sie war ihm doch überlegen. Kann das vielleicht ein Unfall gewesen sein? Was meinen Sie? Er hat ja nicht nur auf Flaschen geschossen. Danny liebte das Risiko. Wie viele Kugeln waren in der Waffe? Die Spurensicherung hat wohl nicht erwähnt, ob die Patronenkammern leer waren. Russisches Roulette? Soll sein Hobby gewesen sein. Interessante Theorie, aber die haut nicht hin. 3 scharf, 3 verbraucht. 3? Haben wir die Patrone? Die wird noch gesucht. Aber es war ein Durchschuss. Zeitpunkt irgendwann zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens. Keine Blut- und Gewebespritzer, nur eine kleine Blutlache unterhalb der Austrittswunde. Aber Sie haben schon recht. Es ist nicht da passiert, wo man ihn fand. Was ist das? Ich habe die SMS- und Mailbox-Nachrichten von Dannys Handy mit seiner Kurzwahlliste verglichen. 3 Nachrichten gestern Abend. Helbos. Ja, das weiß ich schon. J, ruf mich an. Ich schätze, die ist von Jessica, Pollocks Tochter. Und eine Mailbox-Nachricht von der Mutter. Geht schlecht, oder? Mein Lieber, ich wollte nur hören, ob alles in Ordnung ist. Irgendwie wird schon alles werden. Das war um 1.24 Uhr und 9.25 Uhr. Ivor Denniston, kommen Sie bald. Die Zeit wartet auf niemanden. Und dann schließlich nochmal die Mutter. Liebling, bitte ruf mich an. Ich muss wissen, ob es dir gut geht. Die Kugel, die Regan getötet hat, stammt aus Danny Griffins Waffe. Das hätten Sie sich schon seit 2 Stunden vom Empfang holen können. Wissen Sie, wie teuer ein ballistisches Schnellverfahren ist, plus Sonderkurier? Entschuldigung. Verzeihung, das war ich. Ich hatte Sergeant Hathaway gebeten, den Zeitablauf zu überprüfen. Ich wollte die Ballistik abholen. Scheint der Jetlag zu sein, Ma'am. D.I. Granger wird morgen nach Gerichtsschluss wieder hier sein. Die Staatsanwaltschaft war erstaunlich schnell. Danke, Sir. Ach, das kratzt mich nicht. Auch wenn ich ihr Jack the Ripper ranschaffe, würde sie mich in die Ecke schießen. Er hat sich umgebracht. Was soll ich noch dazu sagen? Wir glauben nicht, dass Danny dort gestorben ist, wo wir ihn gefunden haben. Vermutlich wurde er ermordet. Sie haben Danny gestern angerufen, Mrs. Griffin. Da war es schon sehr spät. Und heute Morgen nochmal. Darf ich fragen, warum? Großer Gott, sie machte sich um ihn Sorgen. Sie hatten ihn gerade festgenommen. Durch Dannys Tod sind Sie jetzt vom Druck befreit in den Verhandlungen mit den Japanern, nicht? Was reden Sie für einen Unsinn? Falls Sie das denken, was ich glaube. Was wird jetzt aus Dannys entscheidendem Anteil, wo er tot ist? Na, der fällt an mich, aber... Und wo sind Sie gestern Abend gewesen? Hier. Sie beide zusammen? Ja. Wir waren hier zu Hause, allein. Ja. Waren Mr. Pollock und seine Tochter hier? Ja, das nehme ich an. Nach dem Dunkelwerden behalten wir nicht alle im Auge. Sind Sie jetzt hier? Tom ist unterwegs mit den Japanern. Jessica wird in Oxford sein wegen ihres Stipendiums. Eigentlich war es gar nicht ihr One-Night-Stand, weswegen Regan den Mund halten sollte. Stimmt's, Mr. Griffin? Ich glaube auch nicht, dass Danny so an ihr interessiert war. Wie konnte sie ihn eigentlich auf den Schlips treten? Hat sie da irgendwas entdeckt, was nicht so koscher war bei ihrem Deal mit den Japanern? Nein. Inspektor, gäbe es da irgendwelche Fragezeichen, hätte Tom Pollock mich darauf aufmerksam gemacht. Ich bin ebenso an der Firma beteiligt wie Rex. Ach, kommen Sie, Mr. Griffin. Bis morgen früh kann ich einen Haufen Leute durch all Ihre Geschäftsunterlagen wühlen lassen. Ich war impotent, als ich bei ihr war. Das hat sie sehr lustig gefunden. Sie sagte Danny wohl auch. Daher die Karte. Ich wollte nicht, dass Danny über mich lacht.
Der sagt bestimmt die Wahrheit. Würden Sie Impotenz zugeben, wenn Sie es vermeiden könnten? Aber wieso erklären die uns jetzt, Sie haben ein Verhältnis und vorher haben Sie es geleugnet? Außer, das soll ein gegenseitiger Alibi sein. Etwas ist faul im Staate Dänemark. Hä? Na, das klingt doch alles etwas nach Hamlet, finden Sie nicht, Sir? Hamlet? Sein oder nicht sein? Ach, armer, wie heißt er? Wieso? Na, Hamlets Onkel tötete seinen Bruder, Hamlets Vater. Und hat dann rumgefummelt mit der Witwe. Hamlet wollte sich rächen. Klingt wirklich ziemlich nach Danny. Und wie hat ihr Hamlet die Sache rausgekriegt? Der Geist seines Vaters hat es ihm gesagt. Ach so. Sowas hat Hal Bowes auch gesagt. Ja, Louis? Ja, Mr. Denniston. Aufwärts im ersten Stock. Dessous, Rasenmäher, Linoleum und die Damentoiletten. Gut festhalten, bitte. Und komm schnell wieder nach Haus. Meine Frau, sie treibt sich wieder wie so oft in der Tagesstätte herum. Was hat, Ach, ALS. Haben Sie denn gute Unterstützung? Ich hatte eine Tante. Ich weiß, wie das sein kann. Und hatte sie denn ein gutes Ende, wie es so schön heißt? Nein, sie verlor ihren Glauben. Na, das passiert Annie nicht. Sie ist militante Atheistin. Gott sei Dank. Nein, wir haben das unter uns geregelt. Sie wollten uns sprechen, Sir. Ach, sicher, Entschuldigung. Ja, drin? Da rein und dann links. Ich komme gleich nach. Ich muss nur noch aufräumen. Ach, das ist seine Fields-Medaille. Transire suum pectus manduque... Munduque potiri. Wachse über dich hinaus und ergreife die Welt. Ich versuch's ja, ehrlich. Also, Sir? Der arme Danny war gestern Abend hier. So gegen 10 Uhr hat es geklingelt. Und da stand er. Ich dachte mir, Sie sollten das unter diesen Umständen wissen. Was wollte er? Tja, ich hatte ihn schon vorher am College gesehen. Und da sagte er, ich weiß nicht, ob da was dran ist, dass sein Onkel Sex mit Regan Peverell hatte. Hat er auch gesagt, woher er das wusste? Ich hatte dabei den Eindruck, jemand hat es ihm erzählt. Wie lange war er denn da, Sir? Eine Stunde. Er saß nur da, sehr seltsam. Er sagte eigentlich nichts, nur das Übliche über seinen Vater und seinen Onkel und seine Mutter. Ich habe ihm angeboten, dass er bleiben könnte. Aber er sagte, er hätte was zu tun und verschwand so gegen 11. Wir hatten vereinbart, dass er dann heute Morgen zum Tutorium kommt. Und als er dann nicht kam, haben Sie eine SMS geschickt. Wir haben sein Handy überprüft. Ja. Wenn Sie sagen, er ging gestern um 11, war das nach der Uhr da? Ja. Aber die geht eine Dreiviertelstunde vor. Ja, ich weiß, dass sie vorgeht, aber eine Dreiviertelstunde? Also das... So sieht's aus. Wann haben Sie denn auf der zuletzt die Zeit überprüft? Vor ein paar Tagen, vor einer Woche. Ich habe den Haushalt nicht so im Griff, wie ich sollte, aber hoffentlich ist es nicht wichtig. Nicht wichtig? Falls Danny eine Dreiviertelstunde früher weggegangen ist, als der Todeszeitpunkt von Regan war, dann hat er auch kein Alibi. Was wollen Sie noch? Sein Alibi für den Mord an Regan ist nicht mehr haltbar. Denniston hat sich ganz klar bei Danny in der Zeit geirrt. Und sie wurde mit seiner Waffe erschossen. Wissen Sie, greifen Sie nicht nach jedem Strohhalm, um sich zu beweisen. Sie sind ein hervorragender Detective, aber... Ja? Verzeihung. Dort ist Jessica zum Vorspielen. Oh, danke. Ma'am? Ja. Gehen Sie jetzt bitte nicht hinein. Ja, sicher. Das Endeavor-Stipendium ist ein schöner Name. Oh ja, ein anonymer Spender hat es gestiftet. Die einzige Vorgabe war, dass der Empfänger der Seele Trost spenden solle durch sein Spiel. Thank you.
Das war sehr schön, was Sie da gespielt haben. Ich meine, Sie haben wunderschön gespielt. Wer ist der Komponist? Hummel. Den sollte ich mir merken. Wieso gestern Abend diese Nachricht an Danny? Das war ich nicht. 20 Minuten nach Mitternacht, dass er Sie anrufen soll. Nein. Der letzte Kontakt zu ihm war, als ich ihn angerufen habe, nach seiner Freilassung. Und worum ging's da? Nichts, ich wollte mich nur melden. Sie haben ihm sicher was mitgeteilt. Ging es um Rex und Regan? Als sie da waren, war ich auf der Terrasse. Ich hab's gehört. Was hat er dazu gesagt? Er wurde ganz still. Sie war nicht seine Freundin, bestimmt nicht. Sie hatten nur Kontakt wegen ihres Wissens. Es war so ein Wettstreit der Schlauen. Haben Sie Regan gehasst, Jessica? Ich vermisse sie nicht. Die ruf mich an, SMS von J an Danny. Wir dachten an Jessica. Ich habe ihre Mobilgespräche gecheckt. Es ist nicht ihre Nummer. Das J steht nicht für Jessica, sondern J für Jekyll. Die Nachricht hatte den Sinn, ihm abzusagen. Er hatte eine Nachricht bei mir hinterlassen, dass er vorbeikommt, aber das hat er dann nicht getan. Worüber wollte er mit Ihnen sprechen? Er sagte, was wir da neulich besprochen haben, da irren Sie sich. Und er meinte, er kommt vorbei und zeigt mir die Beweise in Schwarz-Weiß. Beweise wofür? Er drehte ein Videotagebuch über seine Aufenthalte hier. Ich bin jetzt noch relativ gut da. Wenn ich das Gefühl kriege, einzuschlafen, zähle ich Primzahlen. Ich hab Dad wieder gesehen und er hat mit mir gesprochen. Er sagte, Rex hat ihn ermordet. Ehrlich, er hat mir alles erzählt. Ich hab Dad gesehen und er sagte ich das schon? Ich hab mit Dad geredet, er hat mir alles erzählt. Jetzt muss ich das nur noch beweisen. Rex ist sein Mörder. Ich hab Dad gesehen. In unserem letzten Gespräch meinte er, sein Onkel hätte auch Regan getötet. Der würde versuchen, es Danny anzuhängen, weil er jetzt die Wahrheit über den Tod seines Vaters entdeckt hätte. Haben Sie es geglaubt? Ich dachte, er steht kurz vor einem Zusammenbruch. Wir haben diskutiert, er sagte, er würde es beweisen. Aus seiner Nachricht habe ich geschlossen, dass er was gefunden hatte. Sie standen sich wohl sehr nahe, Frau Professor. Schlafentzug kann die reale Wahrnehmung der Testperson beeinträchtigen. Es geht nicht ohne Vertrauen zu mir. Und vertraut man jemandem, schafft man Nähe. Ich finde, sie hätte das Video früher erwähnen können, als Danny noch lebte, statt es plötzlich als Kaninchen aus dem Hut zu ziehen. Professionelle Diskretion vielleicht. Sowas ist doch eigentlich ihr Ding. Das Siegel der Beichte. Sie ist kein Priester und auch kein Arzt. Vielleicht wurde ihr die Wichtigkeit erst klar bei unserer Frage nach der SMS. Nein, das glaube ich nicht. Danny stand von Anfang an unter Mordverdacht. Weshalb sollte sie es dann verschweigen? Vielleicht lief was zwischen den beiden. So ein Blödsinn. Sie ist eine gebildete und attraktive Frau. Er war ein... Naja, es ist sehr unwahrscheinlich. Wenn Sie das sagen, Sir. Was hat denn dieser Danny gemeint mit Beweise in Schwarz-Weiß? Sie glauben doch nicht so einen Käse, dass sein Vater ihm was flüstert wie bei Hamlet. Was er geglaubt hat, zählt für uns. Haben wir seinen Computer? Ja. Ich wette, da ist es drin, was es auch ist. Versuchen Sie den Schlaflabortürcode 124714. Nein. Ich versuch's mit Daniel in Ziffern, alphabetisch. Nein. Also, Theologie, was sollte das denn? Also im Allgemeinen ist es das Studium der Religion. Nein, ich weiß, worum es geht, aber was war Ihre Absicht? Wie wird dann einer Polizist? Geht's um die Sünde? Die Bestrafung des Bösen? Ich habe an die Karriere gedacht. Polizisten verdienen mehr als Priester. Da ist was dran. An sowas musste ich denken, als ich aus dem Seminar flog. Ich glaube, das hat gar nichts mit dem Kreuzworträtsel zu tun.
sondern wo er es hingeschrieben hat. Nein, da hat er wohl eher an den Fall gedacht. Doch nicht König. König, für Kreuzworträtselfans ist das Rex. So ist das gemeint. Rex, der König. Und Polo wäre dann Pollock? Nein, 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 da sind ja zwei Else Pollock. Morse hätte nie so einen Fehler gemacht. Einzelner Schuss aus kurzer Distanz durchschlug seine Aorta. Und er wusch sich gerade die Haare unter der Dusche. Kaliber? 38, wie bei der Peveril und wie bei Danny Griffin. Und der Todeszeitpunkt vorgestern Nacht. Ungefähr zur selben Zeit wie Danny. Plus minus. Und jetzt fragen Sie noch, wer zuerst gestorben ist. Kann ich leider nicht sagen. Aber es ist möglich, dass Danny der Erste war. Ja, möglich ist es. Videoaufzeichnungen vom Oxforder Parkplatz, wo Pollocks Wagen gestohlen wurde. Mal sehen, wann er abgestellt wurde. Pollock wurde mit demselben Kaliber erschossen wie Regan und Danny. Alle Kugeln stammen aus Dannys Waffe, der Ballistikbericht. Das wäre auch eine Erklärung für die drei Patronenhülsen. Eine für Regan, eine für Pollock und eine für ihn selbst. Dr. Hobson hält es für möglich, dass Danny vor Pollock gestorben ist. Aber ist das so? Wieso ruft Danny dann die Professorin Jekyll an, kündigt an, dass er vorbeischauen wird und geht los und erschießt Pollock? Er hatte doch auf seinen Onkel einen Groll. Ich gehe mal an die frische Luft und denke nach.
Orange oder Himbeere? Oh. Ich konnte sie von der anderen Straßenseite erkennen. Eine Zuckerladung könnte Ihnen gut tun. Das Problem ist, man stellt sich die Maudlin-Brücke immer ohne den Verkehr vor. Oder nur ich, meinem Herrn. Und wenn ich da stehe, kann ich durch den Krach nicht denken. Und was ist mit Ihnen los? Schwätzen Sie etwa? Das Einzige, was im Kalender stand, war eine Sitzung mit Danny. Ich hatte viel für ihn übrig. Inwiefern? Seine Leidenschaft mochte ich. Er war getrieben. Er wusste, was er wollte, auch wenn es kaum möglich war. Er war was Besonderes. Aha. Das habe ich nicht gemeint, Robbie. Er war doch noch ein Junge. Oh, ich weiß. Das war... Ich weiß es. Worüber wollten Sie denn nachdenken? Über den Fall? Über meine Frau. Wie ist es passiert? Oh, ein Unfall mit Fahrerflucht. Gerade noch ist man... Es gibt einfach keinen Grund, wissen Sie. Seitdem ist Schluss mit Religion, das kann ich Ihnen sagen. Jetzt arbeite ich mit so einem Gottesmann. Ist doch zum Verrücktwerden. Ich würde gern alles hinschmeißen. Wäre das denn auch so, wenn Sie gut vorankämen mit dem Fall? Vermutlich nicht. So viel zu sei dir selber treu. Oh, das ist bestimmt Shakespeare. Hamlet. Klar, was sonst? Polonius sagt das. Die rechte Hand des Königs. Sein Ratgeber. Ein guter Rat, sei dir selber treu. Polonius? Mit einem L? Ja, P-O-L-O. Entschuldigung. Danke. Rufen Sie mich an. Ich mag Sie auch. Verzeihung. Danke. Sehen Sie mal, Polo ist Pollock und König ist Rex. Und von Polonius ist Polo die Abkürzung, nicht von Pollock. Verdammt typisch für Moss. Wieso sagt er nicht einfach, was er meint? Also, Polonius war die rechte Hand des Königs, so wie Pollock. Und Moss hatte das Familiengeheimnis entdeckt, aber Danny hat das falsch verstanden. Es war nicht Rex, der Johnnys Platz im Bett seiner Mutter eingenommen hat. Es war Tom Pollock. Hey, halt, stopp. Fahren Sie noch mal vor. Griffin. Wozu brauche ich einen Anwalt, Inspektor? Na, zunächst mal haben Sie kein Alibi für den Mord an der Frau, mit der Sie geschlafen haben. Dann folgt Danny. Und dadurch fällt die kontrollierende Mehrheit an Griffin Cars wieder an Sie zurück. Und schließlich wird der Finanzdirektor der Firma tot in seinem Kofferraum entdeckt. Der Wagen wurde abgestellt am Oxforder Bahnhof von Ihnen. Hatte Mr. Pollock etwas entdeckt, was er nicht sollte? Nein, ehrlich nicht. Er wusste nichts. Wusste was nicht? Ich habe eine Provision erhalten. Auf vertraulicher Basis von Mr. Tanigaki. Ein schönes Schmiergeld, meinen Sie? Wenn Sie es so nennen wollen, ja. Wieso auch nicht? Mein Großvater hat die Firma gegründet. Was für einen Trümmerhaufen hätte Danny wohl daraus gemacht, hätte er am Steuer gesessen. Ich wollte nur etwas für mich dabei rausholen, bevor das passiert. Das ist doch keine Erklärung hierfür. Ich war mit den Japanern unterwegs bis ungefähr 23:30. Ich fuhr noch ins Werk, um Büroarbeiten zu erledigen, und gegen Mitternacht erhielt ich einen Anruf von Trudy. Sie war außer sich. Danny hatte Tom erschossen. Danny? Sie war schon im Bett, als sie einen Schuss hörte. Sie ging ins Badezimmer und fand Tom in der Wanne. Sie sah Danny weglaufen. Dass es Danny war, ist sie da sicher? Sein Gesicht hat sie nicht erkannt. Es war dunkel. Aber er trug eins von diesen Kapuzenshirts, die er immer anhatte. Wenn Sie von dem Badezimmer sprechen, dann denken Sie doch an Miss Griffins und nicht an das von Tom Pollock, oder? Die zwei hatten ein Verhältnis, nicht? Ja. Woher wissen Sie das? Ich hab's erfahren, als Trudy sollte mir erklären, was Tom da zu suchen hatte. Und Sie gingen beide davon aus, dass Danny dachte, er würde Sie erschießen hinter dem Duschvorhang, nicht Tom Pollock.
Und Sie haben seine Leiche abgestellt. Es ging nicht anders. Ich musste ihn wegschaffen. Ich bin Manager und ich hab's gemanagt. Gut, halten Sie Mrs. Griffin im Krankenhaus fest. Ich komme gleich. Wie geht's dem Mädchen? Gut, danke. Jessica hat versucht, sich zu ertränken. Falls Rex und Trudy den Mord an Pollock vertuscht haben, haben sie vielleicht auch Dannys Leiche ans Wasser geschafft. Ja, aber warum packten sie dann nicht beide in Pollocks Wagen? Wozu der Aufwand, Danny an den Fluss zu schaffen? Und selbst wenn Danny Griffin Pollock erschossen hat, welches Motiv hätte er für den Mord an Regan? Morris hat Danny zugehört. Er hat ihn nicht einfach so abgefertigt. Er sah in ihm einen gequälten Menschen. Woher wusste Morse das von Ihnen und Tom Pollock? Ich habe es ihm erzählt. Wir haben uns für kurze Zeit sehr nahe gestanden. Er war sehr anständig. Er wusste einfach, worauf es bei Menschen ankommt. Seine Kollegen müssen ihn sehr vermissen. Das tun wir. Wieso haben Sie Danny nie was erzählt von Ihnen und Tom Pollock? Dann hätte ich ihm auch die ganze Wahrheit sagen müssen. Tom war nicht nur mein Geliebter. Er war Dannys Vater. Johnny, mein Mann, hat nichts geahnt. Wenigstens nicht bis zu dem Tag seines Todes. Wir hatten einen schrecklichen Streit und ich sagte ihm, Danny sei nicht sein Sohn. Er stürmte raus, er fuhr los, wie ich es nie erlebt hatte bei ihm. Er ist furchtbar gerast. Dadurch hatte er den Unfall. Danny betete Johnny an, er hätte mir das nie verziehen. Darauf ist nicht mal ihr Morse gekommen. Also von Rechts wegen hätte Rex die entscheidende Beteiligung bei Griffin Cars erben müssen, als sein Bruder starb, nicht Danny. Und das wird er jetzt. Wussten Sie und Tom, dass Rex Schmiergelder von den Japanern kassiert hat? Wir dachten, damit hätten wir vielleicht ein Druckmittel in der Hand, sollte er je die Wahrheit erfahren über Danny. Haben Sie Jessica das erzählt mit Danny? Ich wollte ja nur, dass sie alles versteht. Aber ich glaube, deshalb hat sie versucht, zu erfahren, dass der Junge, den sie liebt, ihr Halbbruder ist. Nun muss ich ihr sagen, dass er ihren Vater ermordet hat. Was machen Sie da, Mr. Bose? Ich räume auf. Ein letzter Freundschaftsdienst unter uns Spinnern. Das war nichts Geniales. Deshalb muss das College nicht schlecht von Danny denken. Kannten Sie Dannys Türcode für das Pretorius Lang? Nein. Fällt Ihnen jemand ein, der den vielleicht, ich weiß nicht, geknackt hat? Also, das sind ja nur Zahlen für mich, aber vielleicht haben Sie ihm was bedeutet. Wie lautete der? 12, 47, 14. Was ist daran lustig? Ach, Danny. Es ist nicht 12, 47, 14. Es ist 1, 2, 4, 7 und 14. Das ergibt als Summe 28. Eine perfekte Zahl. Eine Zahl, die sich aus der Summe der echten Teile ergibt. Nein, das verstehe ich nicht. 6 ist die kleinste perfekte Zahl. Daran kann man es leicht erklären. Durch was lässt sich 6 teilen? 2 und 3. 2 und 3 und? 1, wenn man die mitzählt. Machen wir. Also, 2 plus 3 plus 1 ist gleich? 6. 6 und die nächste perfekte Zahl ist 28. Dannys Türcode war 1, 2, 4, 7 und 14. Und das sind die einzigen Zahlen, durch die sich 28 teilen lässt. Und wenn man sie addiert, ergeben sie auch 28. Genau. Und die sind sehr selten perfekte Zahlen. Und sie enden immer auf 6 oder 8. Also die 6, dann 28,
496-8128. 496? Sagten Sie 496? Ja. Die Kombination des Schlosses. 496. Danke. Was sagten Sie, ist die nächste perfekte Zahl? 8128. Danke. 8128. 8128. 8128. Wir sind drin. Auf letzte Dokumente. Versuchen wir es. Die Goldbachsche Vermutung. Ein Beweis von Regan Peveril. Was ist das? Der Beweis. Jetzt haben Sie die Uhr richtig gestellt, Mr. Denniston. Ja, ich muss ordentlicher werden. Ein Glück, dass Sie uns neulich reingebeten haben. Sonst wäre es Ihnen nicht aufgefallen. Und uns auch nicht. Und so war es gar nicht günstig für Dannys Alibi für die Tatzeit des Mordes an Miss Peveril. Ach, wirklich? Denken Sie denn er? Ach, deshalb hat er sich umgebracht. Also seine letzten Stunden. Sie sagten doch, er sei überraschend hier gewesen. Ja, ist ja richtig. Wieso? Frau Professor Jekyll erhielt eine Nachricht von ihm. Worüber wir neulich geredet haben, sagte er. Sie irren sich und ich komme vorbei und zeige Ihnen den Beweis. Den Beweis wofür? Oh. Die Professorin dachte, er meint den Beweis, dass sein Onkel seinen Vater getötet hat. Aber ich glaube nicht daran. Denn ich denke, die Nachricht war gar nicht für Sie. Ich glaube, die war für Sie. Wieso für mich? Na, Ihre Namen stehen gleich nacheinander auf seiner Kurzwahlliste. I für Alba und dann J für Jekyll. Er wollte wohl Sie anrufen und hat versehentlich Ihre Nummer gedrückt. Also wenn Danny Beweise hatte, dass sein Vater ermordet wurde, hätte er ja keinen erschießen müssen. Dann ging er direkt zur Polizei. Nein, ich denke, es ging da um einen vollkommen anderen Beweis. Einen mathematischen Beweis. Die Goldbachsche Vermutung, kann das sein? Dasselbe Problem, für das Sie die Fields-Medaille bekamen? Sie hatten da Fortschritte erzielt, aber ein anderer hatte sie geknackt. Also Danny kam nicht hierher, um über seinen Vater zu reden oder seinen Onkel. Er wollte Ihnen hier den Beweis zeigen, den Regan ihm geschickt hatte. Er hatte vermutlich schon erwähnt, dass sie dachte, da weitergekommen zu sein. Sie hatte sicher ein Interesse an Goldbach, nur welcher kluge Student hat das nicht? Also, Sie fischen da sehr im Trüben, also... Da kommt mein Sergeant. Seien Sie so nett und warten Sie hier. Ich gehe kurz zu Annie. Sie könnte unbequem liegen. Und ich muss Ihr Radio einschalten. Er ist ziemlich sauber. Es war zu trocken für Spuren draußen in Binsey. Wenn wir annehmen, er hat Boot und Leiche damit transportiert. Ist die Spurensicherung unterwegs? Ja, es müssen Blutspuren im Wagen sein, die wird man finden. Ja, und Schmauchspuren auf Handschuhen, die er vielleicht getragen hat. Ist er nervös? Oh ja. Wo waren wir stehen geblieben, Inspektor? Ich halte Sie für den Mörder von Regan Peveril. Welchen Grund hätte ich denn? Sie konnten Regans Beweis als Ihren ausgeben. Den hat sie gemailt an Sie, nicht? Und sie hat eine Kopie an Danny geschickt, um sich abzusichern. Jem? Die Mailliste auf Regans PC bestätigt das. Im Gegensatz zu Ihnen nutzte Danny das College-Netzwerk für seine E-Mails. Der Server fiel aus und die Nachricht kriegte er erst nach ihrem Mord. Und als die Mail dann ankam, fragte sich Danny, ob Sie nicht vielleicht der Mörder von Regan sein könnten. Er wusste, was Besessenheit ist. Und er wusste, wenn jemand den Türcode im Institut entschlüsseln kann, stünden Sie ganz oben auf der Liste. Kam er her, um Sie zu beschuldigen? Also, Sie haben ihn erschossen. Und das mit seiner Waffe, die Sie aus seinem Zimmer entwendet hatten, um Regan zu erschießen. Und dann haben Sie es als Selbstmord getarnt. Und Sie versuchten, seinen Onkel zu töten. Davon ausgehend, dass alle denken würden, Danny wäre total ausgeflippt und hätte sich gerächt. Rex Griffin versucht zu töten? Oh ja. Es war nur der falsche Mann. Es war Tom Pollock in Trudy Griffins Dusche. Note bekomme ich nicht. 1-. Geknackt hat Regan Goldbach nicht.
dieses arrogante Flittchen, aber sie hatte was gemerkt, was keinem seit 18 Jahren aufgefallen war. Ihr sogenannter Beweis offenbarte einen entscheidenden Fehler in meiner Publikation. Wissen Sie, was in Ihrer E-Mail stand? Ich bin das schlauste Mädchen der Welt. Sie trauriger alter Mann. Mein akademischer Ruf wäre damit. Abgesehen von Annie habe ich nichts anderes. Ivor Denniston, Sie sind festgenommen wegen der Morde an Regan Peveril, Daniel Griffin und Thomas Pollock. Sie brauchen sich nicht zu äußern, aber es kann Ihrer Verteidigung schaden, wenn Sie bei der Vernehmung Angaben verschweigen, auf die Sie sich vor Gericht stützen wollen. Alles, was Sie sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Ja. Wir unterrichten den sozialen Dienst für Ihre Frau, bevor Sie gehen. Wollen Sie sich von ihr verabschieden? Das habe ich schon. Sie wird keinen sozialen Dienst brauchen. Wir haben alles geteilt. Denniston! Sie schaffen das ja schon. Ich komme bald wieder. Ich danke Ihnen, Inspektor. Jetzt weiß ich wenigstens, dass Danny sich nicht umgebracht hat. Und Ihren Vater. Also, ich wünsche ihr was für das Stipendium, ja? Ging es nach mir, würde sie es glatt schaffen. Ich sage es ihr. Resultat. Danke, Ma'am. Ich habe Hathaway gesagt, dass D.I. Granger einen Kollegen braucht. Das würde doch gut passen, Ma'am. Tja, das ist doch meine Ansicht, aber Hathaway hat mich gebeten, Ihnen die erste Wahl zu überlassen. Ma'am. Ist Ihre Entscheidung, aber Sie brauchen jemanden. Waren Sie wirklich aus dem Priesterseminar rausgeschmissen? Ich galt als zu frivol für das Priesteramt. Sie? Frivol? An einem Freitag habe ich eine riesen Fischpastete gemacht mit Kartoffelbrei obendrauf. Sie wunderbar verziert mit Spritzguss und Schnörkeln. Pater Chisholm fand das frivol. Nein, es war nicht nur die Pastete. Ich sollte eine Meditation machen über Thomas von Aquin. Hören Sie, schnappen Sie sich einen Tisch. Ich hol was zu trinken. Danke, Sir. Für mich ein Bier? Nein, für mich ein Bier, Sergeant. Sie fahren. Orangensaft oder was?